Lukas Kruschek, wir sind hier nicht auf einem Rockkonzert, wir sind beim Sommerskispringen in Wisla. Der Trend, der Boom für Skispringen in Polen ist unglaublich groß. Ja, kann ich sagen, das ist immer gleich. Seit dem 2001, seit dem ersten Erfolg von Adamowicz, das bei uns in Polen ist immer ein großes Interesse. Du meinst, es ist nicht stärker geworden jetzt durch den doppelten Olympiasieg von Kamil? Oder jetzt, also, mir kommt diesen Sommer kommt es mir ganz besonders vor. Ja, es ist das sicher so ein besonderer Sommer für uns, weil die Interesse von Zuschauern ist ein bisschen größer wie ein Jahr vorher. Im Prinzip von die Erfolge von Kamil, aber auch von den anderen Athleten, die sind auch versteigert mit seinem Niveau. Jetzt kann ich sagen, das haben wir wieder so eine große Mannschaft, welche ist hoffentlich um einen Schritt besser wie ein Jahr vorher. Ja, du hast es angesprochen, ihr habt gestern gewonnen, toller Erfolg, auch ziemlich souverän. Ihr habt es geschafft nach dem Superstar Adamowicz, du hast es angesprochen, 2001. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, aber die Lücke zu schließen, ihr habt ein Riesenteam jetzt, ihr seid wieder enorm erfolgreich und es kommen ja noch ganz viele junge Leute bei euch nach. Ja, ganz viele nicht, aber genug viele. Also, wenn vergleichen wir das zu anderen Nationen, wahrscheinlich bei den anderen Nationen können wir ein bisschen mehr Junge sehen, aber bei uns, von den Jungen, wir arbeiten mit allen Jungen und alle Individuellen. Auch haben wir gebaut so drei Mannschaften, außer A-Mannschaft, Nationalmannschaft, haben wir auch so eine gute B-Mannschaft und auch Juniorenmannschaft. Und die alle drei Gruppen arbeiten zusammen in eine Richtung. Und das ist eigentlich Grund für die Erfolge und die Besten unserer Leute. Jetzt hat es bei Olympia für den Kamil zweimal geklappt. Mit der Mannschaft hat es leider ganz knapp nicht geklappt. In Predazzo hatte es geklappt mit der Bronzemedaille. Jetzt eigentlich angesichts eurer Stärke muss doch die Zielsetzung für Falun fast heißen, dass ihr ganz oben auf dem Treppchen steht. Ja, so wir hoffen, dass das werden wir zwischen die Besten sein, beim Einzel- und auch bei den Mannschaftsspringern. So, eigentlich die Mannschaftsspringer sind wahrscheinlich ein bisschen für mich persönlich mehr wichtiger als die Einzel. Hier haben wir einen neuen Modus. Da ist dem Kamil leider in der Qualifikation ein nicht so guter Sprung geglückt. Schlecht. Er ist schlecht gesprungen. Hat er noch eine Chance, realistisch hier irgendwie mitzumischen? Mitzumischen wahrscheinlich nicht. Wir fokussieren jetzt auf den ersten Durchgang, weil das ist für ihn wichtiger. Weil er hat ziemlich viele Punkte verloren, wegen schlechter Qualisprung. Und jetzt so, ja, wir hoffen auf einen Bombersprung im ersten Durchgang. Da kann er unter Top 6 kommen, in seine Gruppe. Okay, das wünschen wir ihm. Drücken die Daumen. Lukas, vielen Dank für das Gespräch. Viel Spaß. Dankeschön. Danke. Sehr gut.